Guten Tag, ich möchte ein paar Worte über die Pandemie sprechen. Das heißt darüber, was gerade auf der Welt passiert. Viele Menschen sind verloren und wissen nicht, was das ist und woher es kommt. Ich benenne hier nur ein paar Fakten darüber und Sie urteilen bitte selbst. Womit fing es an? Von einigen bekommen wir solche Märchen erzählt, dass das Ganze angeblich im letzten Jahr angefangen hat, genauer gesagt im Herbst des letzten Jahres, dass es zu dieser Zeit mit den Symptomen dieses Virus losgegangen ist. In Wahrheit stimmt das alles nicht. Was es gab, waren andere Coronaviren, jedoch nicht dieser Virus, nicht Covid-19. Dort gab es andere Viren, die auch genauso gewirkt haben, jedoch schwächer waren und daher schnell verschwunden sind. Und der Covid-19, woher kam er? Wenn wir an das glauben, was im Januar passiert ist, kann man bestimmte Fakten gegenüberstellen. Wie zum Beispiel, dass die NASA Anfang Januar dieses Jahr geht gleich zu Ende, es war Anfang Januar, buchstäblich gleich nach Silvester. Am Himmel vor der Sonne wurde von der NASA ein gigantisches Schiff entdeckt. Es bewegte sich neben dem Stern. Von der Größe war es so groß wie der Mond. Ein riesiges Schiff in Form eines Dreiecks. Aber sie haben es nicht beachtet. Einige Astronomen und Astrophysiker haben sich darüber gewundert, dass so ein großes Schiff so nah an den Sternen vorbeifliegen kann. Anscheinend eine Zivilisation, welche keine Angst weder vor Wärme noch vor radioaktiver Strahlung hat. Dann verschwand dieses Schiff. Und dann, schon Ende Januar, sah man aus dem Bereich hinter der Sonne Splitter herausfliegen. Irgendwas Großes hörte auf zu existieren, was echt Riesiges. Denn es gab solche Perturbationen, welche nicht von der Sonne kamen. Sie besaßen einen anderen Charakter. Irgendwelche Splitter flogen hervor. Und das Ganze wurde von der NASA gefilmt. Auch nicht nur von der NASA. Auch von heimischen Observatorien wurden diese seltsamen Aufflammen gefilmt. Und einige Wissenschaftler sowie Ufologen sind auf die Idee gekommen, dass es eventuell sein kann, dass der legendäre Planet Nibiru zerstört wurde, von welchem so oft die Rede ist. Uns wird gesagt, dass der Nibiru angeblich aus der Region hinter Pluto hervorkommen soll. Er soll so eine lange Umlaufbahn haben, aber das ist höchstwahrscheinlich ein Märchen von diesem Nibiru. Aber derjenige Nibiru, welcher sich eventuell hinter der Sonne versteckt, das ist Realität. Denn ein ganzer Planet kann auf der Erdlaufbahn kreisen und sich hinter der Sonne verstecken. Er bleibt so unsichtbar. Keiner wird ihn von der Erde aus sehen können. Aber dort kann er sich befinden. Und dessen Splitter flogen nun. Das heißt also, wenn man die Fakten gegenüberstellt, so fand im Januar eine kriegerische Auseinandersetzung statt. Eine kosmische Schlacht. Nennt es, wie ihr wollt. Und dabei ist dieser Nibiru draufgegangen. Er wurde zerstört. Wenn man das jetzt näher betrachtet, wie würde ein jeder von uns einen Planeten einnehmen? Zum Beispiel, uns gefällt ein Planet. Wie nimmt man ihn also ein? Es ist unmöglich, solche Waffen einzusetzen, welche alles auf dem Planeten verbrennen. Denn hier tritt gleich das Gesetz der Aufrechterhaltung von Energie in Kraft, dass man genauso viel abgeben muss, wie viel man sich genommen hat. Das ist zum Ersten. Und zum Zweiten, dass man die kosmische Gesellschaft damit verärgern könnte. Also kann man in dieser Situation nur Folgendes machen. Auf dem Planeten solche Bedingungen zu schaffen, sodass die Menschen oder die Bewusstseinsträger auf dem Planeten sich selbst gegenseitig zerstören. Genau das passiert bei uns. Und wir betreiben dies bereits seit den letzten 10.000 Jahren. Ein Krieg löst den anderen ab. Die Kriege werden immer verheerender. Am Ende werden die Menschen verrückt, sodass zum Schluss der Verfall innerhalb der Gesellschaft anfängt, innerhalb der Familie und die ganze Menschenart bereits vom Aussterben bedroht ist. Also, was war die beste Methode dafür? Selbstverständlich, sich hinter einem Stern zu verstecken und mit Hilfe seiner Botschafter auf dem Planeten einzuwirken, also solche Bedingungen auf dem Planeten zu schaffen, sodass die Zivilisation sich selbst zerstört. Somit ist das eine perfekte Strategie, perfekte Taktik. Und so kommt es faktisch heraus, dass dieser Plan im Januar zerstört wurde. Jemand hat diesen perfekten Plan zerstört. Indem er diesen künstlichen Planeten oder den riesigen Schiff zerstörte, welcher sich hinter der Sonne versteckt hat. Dieses Schiff wurde nebenbei gesagt mehrmals gefilmt. Die Menschen sahen es.
und danach hat es sich wieder hinter der Sonne versteckt. Also aus dieser Region kamen dann im Februar irgendwelche Plasmoide. Es gab sehr viele davon, Tausende. Und plötzlich haben diese, bevor sie die Erdatmosphäre erreichen konnten, angefangen zu verschwinden. Nach und nach verschwanden diese. Irgendeine Zivilisation hat die Erde von diesen Plasmoiden bewahrt. Und einer ist möglicherweise auf China gefallen. Es ist genau über der Stadt Wuhan geplatzt. Der Stadt, in welcher das Ganze angefangen hat. Und aus dieser Stadt Wuhan kam das Virus. Wie wirkt es also? Es ist ein kompliziertes Virus. Darüber habe ich bereits vor einiger Zeit gesprochen. Man sagt, die Lunge versagt, aber nicht nur die Lunge. Das Herz, das Nervensystem, die Nieren, der Magen, die Bauchspeicheldrüse, alles, sogar das Knochenmark, also alles. Dieser Virus wirkt dort, wo bei den Menschen eine Schwachstelle ist. Dort begibt er sich hin. Ein bestimmtes Organ wurde schwach, dort ist der Virus. Das Immunsystem ist schwach, dann ist das Virus dort. Aber am interessantesten ist die Tatsache, dass man im März keine UFOs beobachtet hat, nur vereinzelt. Aber schon im April, im Mai und sogar noch im Juni, aber Tausende von UFOs von der Erde in Schwärmen Richtung Kosmos gestartet sind. Viele Ufologen und Astrologen griffen sich an den Kopf. Ich wurde von jemandem angerufen, der mir erzählt hat, wie er ganze Schwärme beobachten konnte, die von der Erdoberfläche erscheinen, in den Kosmos starteten. Was können wir also annehmen? Dass dieses Virus nicht auf unseren genetischen Code abgestimmt ist und nicht uns vernichten soll. Er kann uns auch schaden oder uns töten. Aber nur in dem Fall, wenn wir mit unseren Werten auf das Niveau der Spezies sinken, welche zurzeit den Planeten erobert. Das heißt, diese Menschen, welche den genetischen Code der Außerirdischen haben, also gibt es solche, welche ein paar Gene der Außerirdischen haben, zum Beispiel die schwarze Aristokratie Europas, Chinas oder von den USA. Diese Menschen haben einen Teil des genetischen Codes nicht wirklich irdischen Ursprungs. Wie wirkt dieser Code? Anscheinend sind es Menschen, aber sie hassen sich selbst, sie hassen ihre Spezies, sie hassen die Spezies Homo sapiens sapiens. Er sieht aus wie ein Mensch, läuft auf zwei Beinen, jedoch strahlt der Hass zu der Spezies aus, zu welcher er selber gehört. Denn nur seine Hülle gehört zu dieser Spezies und der selbst ist ein Außerirdischer. Schauen Sie sich die ganze Geschichte der europäischen Zivilisation an. Da gab es einige Henker, welche die unmöglichsten Strafen für ihresgleichen ausgedacht haben und das Leid ihresgleichen genossen haben. Es stand doch jemand dahinter, wer im Hintergrund diese Fäden gezogen hat. Wir sagen jetzt, die waren krank. Nein, sie waren das nicht. Jedoch konnten sie einen lebenden Menschen die Haut abziehen, in Öl braten oder in Wasser kochen, alles Mögliche. Dann schaut euch mal China an und die Chinesen. Was stellt dieses Land dar? China ist ein Institut zur Herstellung der am meisten gefürchteten Hinrichtungsmethoden. Und wer wird hingerichtet? Selbstverständlich nicht die ihresgleichen, wie zum Beispiel diese aus dem Stamm der Dragula, sondern gewöhnliche, normale Menschen werden hingerichtet. Das heißt, diese Genetik der Außerirdischen hat sich auf der gesamten Erde verbreitet. Und vor allem in der Oberschicht, in der Elite. Und jetzt sterben diese Eliten langsam aus. Vor allem die sterben aus. Lasst uns zum Beispiel in Russland sehen. Bei uns sind einige ständig krank. Aber wir sind zu 70 bis zu 73 zu 75% gesund. Wir werden positiv auf das Virus getestet. Ein paar Tage vergehen und es macht uns nichts aus. Wieder negativ, als ob nichts passiert ist. Denn unsere Genetik stammt von dieser Erde, sie ist menschlich. Und nicht nur die Genetik, sondern auch die Vibrationsfrequenz der Menschen ist hoch. Natürlicherweise hoch.
Ich empfehle Ihnen die hervorragenden Lektionen von Boris Ratnikow. Er berichtet davon sehr schön. Dort erzählt er richtige Sachen. Hohe Frequenzen sind bei denjenigen Menschen normal, welche für ihr Volk und für ihr Land leben. Ein solcher Mensch denkt an die anderen, nicht an sich selbst. Er unternimmt was für seine Kultur. Auf diese Weise bleibt er davon verschont. Lasst uns ein paar Persönlichkeiten aus der Elite betrachten. Unser Mischustin ist krank geworden. Naja, 3 Tage war er krank. Путин wird nie krank, selbst wenn er sich nicht schützt. Schaut euch Onischenko an. Er wurde vor kurzem im Fernsehen gefragt. Er sagt, dass er die Maske und Handschuhe nicht braucht, weil er von vornherein weiß, dass er unberührt bleibt, weil seine Vibrationen hoch sind. Denn er denkt nicht nur an seine Familie und an sich selbst, sondern an die anderen. Und außerdem fehlt ihm die niederträchtige Genetik der Außerirdischen. Lasst uns weiterschauen. Ein weiteres Beispiel ist Trump. Er wurde bestimmt mit Absicht damit infiziert. Und was war passiert? Er war genau 3 Tage krank und danach tanzte er wieder. Ich bin gesund, weil ich mich um das ganze Amerika sorge, denke an die Menschen und schaffe bestimmte Lebensbedingungen. Ich bekämpfe Arbeitslosigkeit, ich helfe Menschen und habe andere Vibrationen. Ich bin ein Mensch und kein Dämon, keine schwarze Elite, ich bin anders. Dieses Coronavirus geht jetzt auf der Erde rum. Offensichtlich müssen wir alle daran erkranken und anschließend genesen. Was mich selbst angeht, hatte ich es möglicherweise bereits einige Male, so wie andere Menschen, welche den Virus eingefangen haben und wieder gesund sind. So kommt es zum Abschluss. Die Unmenschen mit niederen Vibrationen, wovon auch Ratnikow gesprochen hat, solche verschwinden dann auch. Sie werden irgendetwas haben, dass sie schnell verschwinden und die Erde von sich selbst befreien. Die außerirdischen Freunde, welche die Erde in den Kosmos verlassen haben, haben einfach verstanden, dass der Virus sie heimsucht. Jedoch können sie diesen nicht bekämpfen. Ihre Zivilisation ist nicht imstande, diesen Virus zu zerschlagen. Kein Impfstoff wirkt mehr auf sie. Impfstoff wirkt auf Menschen, aber auf diese Spezies nicht. Sie haben die Erde bereits verlassen, denn man sieht immer weniger UFOs. Wohin sind sie geflogen, wissen wir nicht. Vielleicht zum Mond oder zum Mars. Das geht uns nichts an. Was ich einfach sagen wollte, gerade befinden wir uns im Prozess einer Katharsis, also Reinigung. Deshalb darf man nicht in Panik geraten. Man muss sein geistiges Niveau steigern. Und alles wird gut. Alles wird in Ordnung sein. Schauen Sie sich die Lektionen von Boris Ratnikow und es wird Ihnen alles klarer sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.